In Deutschland finden in Passau einmal im Jahr die deutschen Kabaretttage statt. Und da wird das sogenannte Scharfrichterball verliehen. Das hat letztes Jahr gewonnen Peter Kerkeling. Und ich finde es eigentlich nicht verwunderlich in diesem deutschen Lande, dass das politische Kabarett nicht unbedingt Gesicht hat. Aber trotzdem, Peter Kerkeling. Ja, in so einer Sendung kommen normalerweise auch immer Politiker zu Wort. Aber dabei kommt es meistens zu ziemlichen Peinlichkeiten. Und zu was für zu Peinlichkeiten es da kommen kann, das möchte ich euch jetzt ganz kurz an einer Schweizer Talkshow zeigen. Grüezi ja miteinander. Hier ist der Schweizer Rundfunk mit seiner beliebten Talkshow «Tag mit Rüdiger Sprüngli». Ich darf Sie alle ganz recht herzlich begrüßen. Ja, und wir haben heute vier bekannte Politiker eingeladen und die werden dann einiges erzählen, oder? So, ich darf gleich meinen ersten Gast vorstellen. Ist eigentlich eine Gästin. Es ist Frau Helga Hasenkiefer von der FDP aus Hamburg. Frau Hasenkiefer, wie sind Sie eigentlich zur Politik gekommen, oder? Ja, das war eine ganz tolle Sache. Ne? Wie bin ich dazu gekommen? Ja, ich war immer schon bannig interessiert in Wirtschaft und insbesondere in Hauswirtschaft und so. Ja, und da habe ich mich heute ein bisschen mehr engagiert und habe da auch Erfolg gehabt. Ich bin da auch schon gewählt worden für Miss Bundestag und so. Ja, und ist eine ganz tolle Sache, ne? Ja, dann erst einmal recht herzlichen Dank. Wir gehen gleich weiter zum nächsten Kollegen. Es ist von der CDU Baden-Württemberg, der Herr Lutz Stäuble. Herr Stäuble, wie sind Sie eigentlich zur Politik gekommen, oder? Ja, musst du dir ganz toll sagen, wir sind da auch schon mal das Ausland. Hast du das Siebel schon Deutschland ausgelegt, einfach auch schon mal so ein gell? Ja, ist sehr interessant, aber vielleicht ein bisschen deutlicher, nicht? Man hat nicht so viel davon, man hat nicht viel davon, nicht wahr? Dann musst du dir den Postgewerkschaft finden, oder den Postbeamter. Musst du dir aufgestellt worden, weil du so gewählt worden bist, also immer weitergegangen, gell? Ja, dann erst einmal recht herzlichen Dank. So, wir gehen gleich weiter und da ist der Herr Joachim von Dombo. Herr von Dombo, Sie waren schon einmal Minister für Forstwirtschaft, waren Sie schon einmal was, Herr von Dombo? Ja, ich war in der Tat schon einmal Forstwirtschaftsminister, hab da auch schon ähnliches geleistet. Aber ich weiß gar nicht so, was Sie von mir wollen, ich weiß gar nicht. Ist ganz einfach sagen, nur wie Sie zur Politik gekommen sind, ist ganz einfach. Ja, no, ich muss ehrlich sagen, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, nicht wahr? Ja, erst einmal recht herzlichen Dank. So, und ich darf den letzten Kollegen vorstellen, es ist von den Grünen aus Appelhülsen, der Hermann Patkenjob. Herr Patkenjob, wie sind Sie eigentlich zu den Grünen gekommen? Ja, das ist eine interessante Frage. Ne? Nur die eigentliche Frage, die auf den Punkt trifft, ne, ist dann eine ganz, ganz andere. Ne? Also ganz einfach, nur ganz kurz sagen, wie Sie zur Politik gekommen sind, ist ganz einfach. Ja, die eigentliche Frage ist da aber eine ganz, ganz andere. Ne? Ja, dann erst einmal recht herzlichen Dank. Ich darf zurückgeben in die Sendezentrale. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind aus dem großen Sendesaal in Zürich eine Übertragung der Talkshow Tag mit Rüdiger Sprüngli. Wir bedanken uns für die Zuschauerpost und die musikalische Gestaltung hatte die Gleiskombo vom Stuttgarter Hauptbahnhof mit dem Stück Sand in den Socken lässt frohlocken. Wiederschauen. So, und jetzt ganz kurz noch was, das passt besser zu einer Jugendsendung, wie ich glaube. Und zwar erzähle ich da ein bisschen was von meiner ersten Kindergartenliebe. Meine erste Freundin hieß Gunilla, aber jetzt bin ich nicht mehr mit die zusammen, weil die mit allen anderen zusammen ist. Und ich habe die im Kindergarten kennengelernt. Die hat mir ganz verstohlen einen Bauklotz rübergeschoben. Und das war für mich das Zeichen zum Aufbruch. Ja, und dann habe ich mich in die Reihen verliebt. Und ich habe dann gesehen, wenn die gegessen hat, da will der erotische Zug um ihr seinen Mund, wenn dann der Haferschleim daran herunterkommt. Ihr seine Hände darin rumgepatscht haben. Und toll fand ich auch immer bei der Gunilla, dass die Gunilla so einen tollmodischen Geschmacksverstand hatte. Die hatte in jeder Saison eine andere Kindergartentasche. Einmal mit Biene Maya und dann mit Pinocchio. Und beim Plumpsackspielen, da war die Gunilla immer wie ein Kürbis so schnell. Und die war gar nicht so richtig minderjährig. Die konnte alleine einkaufen und das ABC fast auswendig. Und mit ihr seine Mama hat die sich immer über ganz tiefenpsychologische Sachen unterhalten. Warum Kinder im Bett machen und so. Und dann haben wir die auch zur Sprecherin von unserem Komitee zum Damenlutschen abgewöhnen erwählt. Und da hat die echt tolle Sachen gemacht.
Und dann hat die auch noch die Rollerprüfung mit Diplom bestanden und hat da, ehrlich, und die hat da 2 Buntstiftsets für gekriegt. Und von dem Tag an, an dem wir zusammen waren, in der Sekundarstufe 2, in eine erweiterte Spiel- und Entwicklungsphase, von diesem Tag an, da teilten wir gemeinsam unseren Fencheltee und unseren Porridge mit Apfelmus. Und dann hat die den anderen kennengelernt. Dann wurde die eingeschult und hat sich in dem aus der 2. Klasse rein verliebt. Und dabei war das immer so toll. Wenn wir Fernsehen geguckt haben, habe ich immer Rand mit abgekauten Fingernägeln gehalten. Und da haben wir mal Erdnuss gegessen und Limo. Und einmal war eine dramatische Szene, da habe ich ihr getröstet. Als nämlich die Lieblingsziege von der Heidi das Matterhorn runtergefallen ist. Da habe ich ihr seinen Tränenfluss gestoppt. Ja, und ich werde nie vergessen, wie oft wir durch die Märchenparks geschlendert sind und wie wir manche Wundertüte aufgemacht haben. Und ich kann die Gunilla gar nicht vergessen.